Ja, hallo und willkommen aus Garmisch-Partenkirchen hier im wunderschönen Michael-Ende-Kurpark in diesem herrlichen oberbayerischen Fremdenverkehrsort. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch heute einzuladen. Einzuladen zu meinem großen Lachseminar Erlebnis Lachen. Erlebnis Lachen am Wochenende, am Samstag und am Sonntag, dem 8. und 9. Oktober 2011. Zwei Tage Lachseminar. Ja, was macht man da die ganze Zeit? Ja, natürlich werden wir nicht ununterbrochen lachen. Das schafft ja kein Mensch. Vielleicht der amtierende Lachweltmeister. Der kann ein paar Stunden am Stück, der kann der das schon. Nein, wir werden ganz gemütlich uns treffen und wir werden zunächst mal eine ganze Reihe von Lach-Yoga-Übungen miteinander praktizieren. Das beginnt beim Begrüßungslachen, dann geht es weiter zum Handylachen, zum Sprung in die Heiterkeit, zum Rasenmäherlachen, zum Löwenlachen und viele, viele andere mehr. Natürlich werden auch nicht fehlen die berühmten Lach-Yoga-Meditationen, der Lachteppich, das Lachruderboot. Und auch hier einige. Das sind so Möglichkeiten und Übungen, wo viele Teilnehmer dann bei diesen Lachmeditationen richtig in einen Lachrausch hineinkommen können. Der kann eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder auch noch länger dauern. Und da spüren dann auch viele Teilnehmer wieder, wie enorm erfrischend und wie enorm positiv dieses Lachen, dieses intensive, länger andauernde Lachen für Körper, Geist und Seele sein kann. Stichwort Körper, Geist und Seele. Wir werden auch eine Reihe von Atemübungen haben, wir werden Dehnübungen haben, wir werden Klatschübungen haben und alle diese Übungen haben eines gemeinsam, haben eine gemeinsame Zielrichtung. Es geht darum, sein Lachen richtig voll auszuschöpfen und es geht darum, Möglichkeiten zu finden, wie man wegkommen kann von dem Stress empfinden. Und es geht darum, ein ganzheitliches Fitnesstraining. Und nichts anderes ist Lach-Yoga. Ein ganzheitliches Fitnesstraining für sich einmal zu entdecken. Und ich werde euch bei allen Übungen immer auch den Hintergrund erklären. Ich werde euch sagen, wie sie funktionieren, sodass ihr sie für euch selber dann zu Hause auch anwenden könnt oder auch mit Freunden in einer kleineren Gruppe als Lach-Yoga-Anleiter sozusagen tätig sein könnt. Wir werden im Laufe dieser zwei Tage auch viele, viele Informationen bekommen über die Lachforschung, über die Erkenntnisse und Entdeckungen, die die Lachforscher mittlerweile gemacht haben. Wir werden uns zwei Filme ansehen. In dem einen davon werden wir den Erfinder des Lach-Yoga kennenlernen, diesen indischen Arzt Dr. Madan Kataria. Und der andere Film zeigt uns, wie intensiv mittlerweile auch beim Thema Lachen geforscht wird. Das wird also unser Programm sein und ich kann euch versprechen, das werden zwei interessante Tage werden. Und das werden vor allem zwei lustige Tage werden, mit viel, 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 viel Lachen dabei. Darauf freue ich mich schon. Und wenn ihr jetzt noch mehr an Informationen haben möchtet, dann einfach gucken auf meine Homepage auf www.lachtrainer.com. Dort könnt ihr euch übrigens auch gleich anmelden zu diesem Seminar, wenn ihr möchtet. Und somit sage ich dann vielleicht bis zum 8. Oktober in Garmisch-Partenkirchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiederlächeln.